Dienstag, digitale Dinge um 21 Uhr. Ich weiß nicht, welche Sternzeit wir haben. Heute beschäftigen wir uns mit den Sternen und ja, wie man sie fotografiert. Dafür habe ich einen Gast eingeladen und bin sehr, sehr froh, dass er da ist, der Chris. Hallo Chris. Hi, servus zusammen. Ja, wir werden jetzt gleich mal gemeinsam uns angucken, was man mit einem Raspberry Pi und ein bisschen Spielzeug so machen kann. Bevor wir das machen, gucke ich noch mal eben schnell in den Chat rein. Ich hole Chris gleich wieder dazu. Wer alles da ist und wer nicht hier schreiben möchte, der kann das bei uns im Discord tun, wenn es denn funktioniert. discord.digitale-dinge.de. Ich habe es noch gar nicht getestet. Ich musste die Domain ein bisschen umprogrammieren. Bin umgezogen. Hoffentlich klappt der Link hier. Könnt ihr ja mal testen. Und da findet ihr uns rund um die Uhr. Also, wer ist denn schon im Chat dabei? Der erste heute war Dominik. Schönen Tag aus dem sonnigen Münsterland. Hier war auch super sonnig. Und sehr gut für die Photovoltaik. Dann müssen wir auch noch mal eine Sendung darüber machen, wie man Sonne in Strom umwandelt. Ist ja gerade, glaube ich, relativ interessant für viele Leute. Christoph ist da. Guten Abend. So, hier haben wir schon Chris. Das ist der YouTube-Kanal von Chris, Chris Lee's Observable Universe. Werden wir gleich ein bisschen was drüber erfahren. Frank, servus. Rudi, hallo Fans, hallo Freunde. Das ist ein Zitat. Abend Roland, nochmal noch. Multifund, guten Abend. Danilo aus Norwegen ist wieder mit dabei. Der Hafenmeister, moin. Mike ist da. Monty, guten Abend. Hallo Fabsi, der den ganzen Tag irgendwie im Discord im live war, in der Plauderecke. Hervorragend. Daniel, guten Abend. Michael, das fühlt sich halt doch. Jim Knopf aus Hamburg. Und neues Gesicht, Norbert Jahn, moin. Ja, sehr erfreulich. Ich habe hier ein Raspberry Pi. Das ist jetzt hier ein Raspberry Pi 3. Und ich habe eine Kamera. Ich glaube, die brauche ich jetzt aber heute nicht. Den Pi könnte ich natürlich mal auspacken. viele sagen, heute denn den Pi her? Die sind restlos ausverkauft weltweit. Richtig, den hatte ich in der Schublade. Und darum geht es so ein bisschen was. Wenn ihr einen Pi in der Schublade habt, dann holt ihn jetzt mal raus. Wenn ihr noch eine SD-Karte habt, so eine Micro-SD-Karte, holt die raus. Und ein Gehäuse habe ich auch schon mal vorbereitet. Ja, da nehme ich jetzt mal den Chris wieder mit dazu, weil ich möchte jetzt doch erfahren, Chris, ja, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und so ein bisschen was erzählen, was wir heute machen wollen. Klar, gerne. So, servus zusammen. Ich bin der Christian und ich habe auch einen YouTube-Kanal, Chrisley's Observable Universe. Und ich poste da Videos, Tutorials Richtung Astrofotografie, auch Astroberry, worum es heute dann auch gehen wird. Und einfach so meine Erfahrungen in der Astrofotografie. Und Astroberry ist schon gleich das richtige Stichwort, weil wir werden uns heute mal anschauen, wie man dieses Image installiert, was das alles für Features hat, was man damit denn machen kann und wie man auch eigentlich schon mit ja, einer einfachen Kamera und einem Raspberry Pi in die Richtung Astrofotografie einsteigen kann. Und ja, ich denke mal, René, du wirst jetzt dann die kurze Einleitung machen. Ja, ich werde mal ganz schnell hier durchgehen, was auf meinem Bildschirm sich so befindet. Also klar, die digitale Dinge-Webseite ist sehr wichtig. Da habe ich jetzt ja auch die aktuelle Episode drin. Das heißt, wenn ihr die Aufzeichnung guckt, werden wir hoffentlich den Beitrag hier auch schon ein bisschen was noch mit Inhalt gefüllt haben. Das heißt, alle wichtigen Links, die wir jetzt während der Sendung hier raushauen, gebe ich da rein. Und der wichtigste Link ist natürlich erstmal die Webseite, hier YouTube-Kanal vom Chris. Ja, WLAN Kabel 14 heißt das hier, kann man sich vielleicht leicht merken. Vielleicht ändert er das aber auch mal, weiß man ja nicht. Und da findet er super coole Videos zum ganzen Thema Astrofotografie, würde ich mal sagen. Ja, also da bin ich zufällig drüber gestolpert, weil ich was ganz anderes gesucht habe, wie das halt so ist. Und das ist hier mein Astroberry Server. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit die Kiste hier zusammengeschraubt, könnt ihr mir ja glauben. Wie man da hinkommt, vielleicht erzähle ich mal kurz meine Reise, wie ich hier angekommen bin, dass ich jetzt plötzlich auf dem Raspberry Pi Astrofotografie machen möchte. Also erstmal, ich habe ein paar Teleskope vorher gemacht, aber das hier ist im Endeffekt so, dass gut, Celestron ist jetzt einer der Hersteller, mal wieder Dauerwerbesendung oder weiß der Geier, ne? Das ist das Zeug, wofür man sein Geld auch ausgeben kann, ja, nicht nur für Elektronik, auch für sowas hier. Und das ist ein extrem teures Hobby, muss man mal dazu sagen. Und das sind auch noch günstige Geräte, weil wahrscheinlich gibt es das alles nicht mehr. Ich habe die Teleskope, oder ich habe sogar ein Teleskop, ja, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber diese Montierung hier ist das Interessante. Das ist eine Montierung, die kann man ja mit dem Computer steuern. Erstmal kann man das nicht, erstmal hat man da ein Handgerät dran.
Und darüber ist es ein kleiner Computer. Und dann kann man sagen, ich möchte, weiß ich nicht, was, mir jetzt einen Saturn angucken und jetzt möchte ich mir einen Mond angucken und jetzt möchte ich mir, weiß ich, einen Orionnebel angucken. Und wenn man ja so halbwegs Ahnung hat, ist das nie verkehrt. Aber wenn man gar keine Ahnung hat, findet man, also gar keine Ahnung ist ganz, ganz schlecht, aber so, wenn man minimale Ahnung hat, kann man mit so einer Montierung hier doch wesentlich mehr finden, als wenn man ohne so eine Montierung unterwegs ist. Ja, das nennt sich hier Go-To. Der Computer findet also für einen die Objekte. Und wenn man das nicht hat, dann muss man halt von Hand was drehen. Und ja, Leute, freue ich mich mal hier nochmal groß. Ich habe jetzt mal ein Mini-Teil von einer großen Montierung, die ich habe, also größere Montierung. Ja. Das ist sozusagen, das sind die beiden Achsen. Ja, hier kommt das Teleskop dran an das Teil. Und das hier ist das, was zum Stativ geht. Und da muss man dann halt an Rädern drehen. Ich weiß gar nicht, wo sie sind. Hier drüben ist eins. Ja, und dann würde man von Hand irgendwie an den Rädern drehen. Ihr seht aber auch schon, ich habe hier gehackt. Ich habe hier 3D gedruckt, Zahnräder an Motoren dran gebastelt. Es wird nicht scharf, aber was soll's. Und hier drin ist auch nochmal, unter diesem Deckel, kriege ich jetzt nicht ab, ist festgeschraubt, aber da sind auch mal Zahnräder drin. Und die Schrittmotoren, einer hängt hier einfach mal so rum, die kann man dann wieder ansteuern mit Schrittmotortreibern. Und da wissen wir ja bestens, wie das geht als Maker, ne? Mit den Schrittmotortreibern auf dem 3D-Drucker. Das war schon ohne Gegengewicht doch ganz schön schwer. Dann habe ich damals halt passend dazu diese Box hier entwickelt, mit den zwei Anschlüssen, damit man die Schrittmotoren dran machen kann. Und hier drin befindet sich nichts Geringeres als ein FabScan-Shield. Also das für den FabScan 3D-Scanner ist halt ein super Shield. Boah, es wird gar nicht scharf, ne? Da kann man halt zwei Schrittmotoren, also eigentlich sogar drei mitsteuern oder vier, weiß ich jetzt gar nicht. Naja, wie auch immer, da packst du noch ein Arduino drunter und dann hast du eigentlich ein super Setup, um deine eigene Steuerung zu machen. Darum soll es heute nicht unbedingt gehen, aber ich wollte das mal erwähnt haben. Für die Maker, die sich jetzt sozusagen fragen, was hat denn das jetzt mit Makern zu tun? Das ist doch irgendwie, die kaufen sich ja fertige Teleskope und steuern das dann. Nee, nee, ihr könnt auch selber basteln und wenn euch das interessiert, können wir da mal eine Sendung zu machen. Aber wie gesagt, das soll heute eigentlich nicht das Thema sein. Obwohl, ich kann auch genauso gut das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, an den Astro Barry anschließen und das würde genauso funktionieren. Also ist jetzt eine kühne Behauptung, aber in der Theorie soll es das tun. Gut, gucken wir mal auf meinen Bildschirm zurück. Also das ist etwas, wenn ihr jetzt sozusagen sowas kriegen solltet für 100 € oder 200 €, dann habt ihr das ganz gut, glaube ich, schon für einen Einstieg. Andere Montierungen werden wir uns vielleicht gleich mit Chris nochmal drüber unterhalten, aber seid mal drauf gefasst, wenn wir jetzt hier von einer Computer-Go-To-Montierung reden. Also, wenn ihr für 200 € was bekommen habt, habt ihr auf jeden Fall einen günstigen Einstieg gemacht. Wenn ihr was für 500 € geholt habt, dann habt ihr wahrscheinlich einen normalen Preis bezahlt oder vielleicht sind die Dinger gerade noch teurer, weiß ich nicht. Aber ihr braucht, wenn ihr wirklich Astrofotografie machen wollt, so wie wir das jetzt hier gleich erklären, braucht ihr irgendetwas, was man steuern kann. Behaupte ich jetzt mal. Das nächste, was man braucht, ist eine Kamera. Ich habe jetzt diese hier mal ausgewählt, weil die habe ich halt noch und die ist uralt und die will mir keiner abkaufen. Die Canon 60, EOS 60D ist aber gar nicht so schlecht. Also, wenn es keine besseren Kameras gäbe, also die ist in Ordnung. Wenn ihr sowas irgendwo rumliegen habt, dann buddelt das Ding aus oder was Vergleichbares aus der Generation. Hauptsache, das hat USB, kann also ausgelöst werden über USB. Und ja, der Vorteil von der Canon jetzt hier ist mit den Wechselobjektiven, da könntet ihr jetzt das Teleskop anschließen über Adapter oder so wie ich das jetzt hier eigentlich jetzt mal denken möchte, das jetzt hier so ein ganz billiges 55 bis 52 mm EFS. Ja, das ist eine Linse. Wenn einer so eine Kamera hat, dann hat er vielleicht auch dieses Objektiv. Und das ist nicht gut geeignet für Astrofotografie. Jeder Astrofotograf würde jetzt sagen, das ist aber nicht das Equipment, was man empfehlen sollte. Ja, ist richtig. Wenn ihr das aber habt, habt ihr trotzdem einen guten Einstieg. Alternativen werden wir gleich mit Chris besprechen. Aber das ist sozusagen das, ja, was euch jetzt mal so ein bisschen was erklären soll. Selbst wenn ihr kein Teleskop habt, aber ihr habt so eine Spiegelreflexkamera mit einem Teleobjektiv, mit irgendeinem, der muss ja nicht das hier sein, der muss auch keine Canon sein. Ja, dann könnt ihr also was machen. So, was braucht ihr noch? Ihr braucht den Pi und ihr braucht astroberry.io. Das ist der Astroberry Server. Man könnt euch auf Learn More drücken. Dann fährt er hier runter und erklärt euch irgendwas, was es ist. Was es ist, erklären wir euch aber gleich noch viel besser. Ihr drückt hier oben rechts auf Download. Und dann kann man herunterladen, entweder hier direkt auf dem Knopf, eine ZIP-Datei über deren Server, ist relativ langsam, oder ihr findet eine Mirror-Site.
die schneller ist. Beziehungsweise das ist jetzt hier Google Drive, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wie es runter. Also, was habt ihr da? Eine ZIP-Datei. Die entpackt ihr. Oder auch nicht. Könnt ihr euch eigentlich aussuchen. Da in der ZIP-Datei drin ist hier so eine IMG-Datei. Also ein Image. Und was macht ihr damit als Raspberry Pi-Freaks? Ihr benutzt hier irgendwie Etcher, ne? Etcher. Ich habe jetzt mal den Balena-Etcher. Ihr könntet auch jeden anderen euch natürlich vorstellen, ja. So, da zieht ihr jetzt hier eure Image-Datei rein. Zack. Und jetzt selectet ihr das Target. Das ist eure SD-Karte. Will ich euch jetzt ersparen, dauert nämlich lange und wir haben ja keine Zeit in der Live-Sendung. Aber ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Ihr nehmt die bespielte SD-Karte raus, packt die in euren Pi rein und dann in meinem Fall habe ich einfach mal eine Ethernet-Verbindung zum Pi und da können wir uns jetzt nochmal drauf verbinden. Da würdet ihr jetzt erstmal die IP-Adresse im lokalen Netzwerk herausfinden. Das ist falsch. Wo ist er denn wohl? Ja, bei mir ist es jetzt die 100.161. Ja, das ist jetzt also die lokale IP-Adresse. Es könnte auch klappen, dass ihr astroberry.local oder nur astroberry eingebt und dann ist, je nachdem, wie euer Netzwerk gesichert oder auch nicht gesichert ist und konfiguriert ist, kann das klappen. Ich muss die IP-Adresse eingeben. Und wenn ich jetzt hier auf Start drücke, ich bin jetzt also im Webbrowser und auf der IP-Adresse von meinem Raspberry Pi, der gerade hochgefahren ist, und der ist ganz jungfräulich, ja, da sozusagen jetzt nur das Image drauf. Zack. Jetzt seht ihr schon, man kann sich hier links so ein paar Einstellungen machen. Ja, ich kann irgendwie Fullscreen machen. Ich habe hier generelle Einstellungen zu der Verbindung. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ein Teleskop. Ja. Wir lassen jetzt mal für den Augenblick mal hier Simulator drin, aber ihr könntet euch natürlich eigene Profile erstellen, hier mit New Profile und Plus. Dann sagt ihr, welche Treiber müsst ihr. Ne? Ich würde jetzt gleich eine EOS 60D nehmen und eine Celestron LCM-Montierung und das hinzufügen. Gucken wir mal, ob wir so weit kommen. Aber es gibt hier schon voreingestellte Sachen für dieses Simulators-Profil. Das werden wir gleich wahrscheinlich benutzen. Und hier ist nochmal diese GPS-Sache. Ist ja das nächste, was interessant ist. Und das ist per Default, seid ihr, glaube ich, hier in Polen, irgendwo in Warschau oder sowas. Genau. Das ist also in der INI-Datei von dem, guck mal gleich mal rein, der Config-Datei. Die könnt ihr setzen. So, was ihr vor allem auch machen könnt. Okay, das gibt's ja auch noch. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Ne, wie sieht der Mond gerade aus? Wie sieht die Sonne aus? So ein System habe ich ja nicht einmal nur drauf geguckt. So, ihr drückt auf Verbinden. Und jetzt würdet ihr eine VNC-Verbindung, eine virtuelle Desktop-Verbindung aufbauen. Das Passwort ist Astroberry, ja, von dieser VNC-Verbindung. So, und jetzt habt ihr hier den Raspberry Pi Desktop, den Linux Desktop. Ich weiß nicht, was er will. So, und da gucken wir gleich, der Chris guckt da gleich nochmal genauer drauf. Ich würde jetzt mal sagen, ich lasse meinen Browser hier auf. Allerdings, was ihr in Wirklichkeit machen wollt, ist hier unten VNC Viewer, ja, oder irgendetwas anderes, ein VNC-Client, den richtigen. Geht ihr auf die IP-Adresse und dann habt ihr eine vernünftige Verbindung. Okay. So, Chris, das war Jawohl. soweit meine Einführung. Sehr Ich gucke mal gut. in den Chat rein, ob es schon Fragen gibt. Jan Tar ist noch dazugekommen und eine Sendung über Astro schauen. Ja, werden wir auch mal eine Sendung zu machen. Ich meine, hier geht es ja mehr um digitale Dinge. Ne? Die Astronomie rein visuell durchs Okular und an Rädern drehen ist auch super spannend und auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber heute wollen wir mal gucken, was Astroberry kann. Ja, Christian, würde ich mal an dich übergeben und soll mal deinen Bildschirm schon anmachen. Willst du mal oder Ja. willst du vorab erstmal zeigen, was man jetzt damit machen kann? Hast du Ergebnisse Also, vielleicht? ja, hätte ich auch da. Oder wir können jetzt Oder wie du erstmal, willst. genau, ich würde mal kurz hier vorstellen. Also, ich habe hier auch meinen Raspberry Pi. Vierer in dem Fall. Nicht wundern, da ist noch eine Kamera dran, aber darum geht es jetzt heute auch nicht. Auch Astroberry Image ist drauf geflasht. Das nutze ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Hab den jetzt mal hier gebootet. Der ist auch in meinem lokalen Netzwerk verbunden. Und jetzt, wenn du nochmal umschalten magst, René, dann gehen wir nochmal auf den Bildschirm. Genau, dann bin ich jetzt hier auch mit meinem VNC-Client jetzt hier unter Windows eingewählt und ich habe das hier schon offen. Da sehen wir hier, ist quasi mein Desktop auf dem Pi. Und im Prinzip, was Astroberry ist ein vorgefertigtes Image, das auf Raspbian basiert, aber noch ein paar Zusatzpakete schon vorab installiert hat und das ist Ganze
Leben für einen Astronom ein wenig einfacher macht, weil man sich nicht mehr die ganzen Sachen einzeln dazu suchen muss und auch braucht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich einmal kurz durch die ganzen Funktionen gehen soll oder lieber mit den Ergebnissen anfangen soll. Man sieht hier schon eins, das habe ich schon als Hintergrundbild für den Pi gewählt. Das ist der Pferdekopfnebel, den habe ich auch mit Astroberry aufgenommen. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir mal kurz an, was man denn eigentlich so hauptsächlich damit machen würde. Und René hat es schon gezeigt, man muss natürlich erstmal seine Gerätschaften verbinden. Sprich, man würde erstmal alles mit dem Pi verkabeln, was kompatibel ist, sprich Kamera über USB, die Montierung mit einem seriellen Schnittstellenadapter oder direkt über USB. Und vielleicht hat man, wenn man dann wirklich schon tief eingestiegen ist in die Astronomie oder Astrofotografie, hat man dann auch schon einen Fokussiermotor, der dann auch mit USB zum Beispiel angeschlossen ist, den man sich aber auch schön selber basteln könnte. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten mit Arduino. Aber jetzt gehen wir mal rein. Wir nehmen mal an, ich hätte jetzt hier mein Pi alles verbunden und öffne eigentlich die Anwendung schlechthin auf dem Astroberry. Und zwar ist das K-Stars. Und das ist eine Planetarium-Software. Das Tipp des Tages können wir uns mal wegklicken. Und man sieht schon gleich, also jeder, der schon mal vielleicht auch Stellarium unter Windows verwendet hat, das ist quasi eine Planeten- oder eine Sternwarten-Software. Man kann sich hier schon ein paar Sachen anzeigen lassen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, wenn wir mal hier diesen Knopf drücken, ist ECOS. Denn das ist der Manager für das, was im Hintergrund eigentlich alles passiert mit dem Equipment. Und ich habe das jetzt mal hier geöffnet. Und man sieht schon hier, das ist mein Profil, das ich angelegt habe für mein Teleskop mit meiner Konfiguration und meinem Autoguider. Und das sind jetzt alles ein bisschen Fachbegriffe. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn man die noch nicht kennt. Aber da habe ich beispielsweise einfach schon mal alles vorkonfiguriert. Aber wir gehen jetzt heute mal in die Simulatoren rein, einfach um ein paar Dinge zu zeigen. Im Normalfall würde man sich hier ein neues Profil anlegen, dann über diesen Stift bearbeiten. Das geht jetzt hier nicht, weil ich die Simulatoren habe. Aber ich zeige das auch nochmal kurz. Genau, dann kann man hier einstellen, wie der René kurz vorhin schon gezeigt hat, also Montierung, wäre jetzt bei mir auch eine Celestron-Montierung, die Kamera, Fokussierer und sonst noch viele schöne Zusatzgadgets. Beispielsweise hier könnte man auch ein USB-GPS auch mit anschließen. Genau, wir gehen jetzt zurück in die Simulatoren und dann muss ich hier den Indie-Server starten und die Indie-Server laufen im Hintergrund dann auf dem Pi. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie unter Windows die ASCOM-Treiber, falls das auch schon einmal jemand gehört hat. Das ist quasi eine gemeinsame Schnittstelle, wie Programme oder wie verschiedene Treiber untereinander reden können. Und unter Linux sind es eben dann die Indie-Server. Jetzt drücke ich mal hier auf Start. Dann kommt ein Fenster auf, zeigt mir, alle meine Simulatoren sind erfolgreich verbunden. Das ist natürlich super. Können wir mal kurz durchklicken, aber das ist jetzt eigentlich nicht, worum es geht. Das schließen wir mal wieder. Und ansonsten habe ich eigentlich hier dann schon meine Haupttabs oder meine Hauptreiter, die ich für die Astrofotografie so brauche. Ich gehe jetzt mal nur durch die wichtigsten durch, weil die Zeit ist ja begrenzt und ich denke, das reicht für den Einblick. Das ist der Kameratab. Da kann man alles um Fotoaufnahmen, um wenn man jetzt auch eine Astrokamera hat, die Kühlung anschalten beispielsweise, weil typischerweise kühlt man da den Chip, um das Rauschen ein bisschen besser hinzubekommen. Belichtungszeit, wie viele Fotos man machen soll, wenn man jetzt ein Filterrad hat, sogar auch Filter einstellen. Dann gibt es lauter ISO-Werte und alles, man kennt es ja von Digitalkameras auch, kann man da einstellen. Ein Speicherort, wo dann die Bilder abgelegt werden sollen. Beispielsweise bei mir ist das auch nochmal ein USB-Stick einfach. Und ansonsten kann man sich hier dann eine Bildfolgen-Warteschlange, die es hier anlegen. Also es ist eigentlich nur so eine Schleife, dass ich sage, nimm mir mal 30 Bilder auf mit diesen Einstellungen. Und in der Astrofotografie ist das ganz typisch, dass man nicht nur ein Bild macht, weil das Signal-Rauschverhältnis soll besser werden, beziehungsweise wenn man wirklich solche Hubble-ähnlichen Bilder haben will, dann muss man sehr viele Bilder aufnehmen und die dann übereinander legen, also stacken, nennt sich das. Und darum muss man auch solche längeren Bildserien aufnehmen. Ich gehe mal ein bisschen weiter durch. Hier wäre jetzt zum Beispiel die Montierungssteuerung. Da muss man auch eingeben, wie groß jetzt das Teleskop von der Blende her ist und von der Brennweite. Einfach, dass er so ein paar Dinge weiß.
Dann kann ich hier Tracking anmachen. Das ist quasi, dass er die Montierung mit der Erddrehung mitdreht, sodass man quasi fest auf sein Ziel ausgerichtet sein kann. Kann es auch dann am Ende parken. Man kann es auch direkt einfach nur, wenn man sagt, ich will sie remote steuern, also ich will nicht an meine Montierung hin müssen und an diesem Handcontroller die Tasten drücken, sondern ich bin hier entfernt an meinem Pi übers Netzwerk, dann könnte ich jetzt hier in meinem Garten hier Mount Control zum Beispiel drücken, geht nochmal ein Fenster auf und dann kann ich hier auch die Richtungstasten steuern. Genau, der spricht dann einfach mit den Schrittmotoren und steuert die dann dementsprechend an. Was auch noch sehr, sehr cool ist, ist hier Plate Solving. Das ist schon eine fortgeschrittene Technik, also ja, AI-Technik würde ich mal behaupten. Und zwar kann man da ein Bild aufnehmen und man sagt eben, mit welcher Brennweite und mit welchem Pixel, mit welcher Pixelgröße dieses Bild aufgenommen wurde. Und dann gibt es Solver, die im Hintergrund rechnen. Die haben dann schon Modelldaten offline vorhanden und vergleichen dann diese Offline-Daten von der kompletten Sternkuppel, sage ich jetzt mal, mit dem Ausschnitt, den man selber fotografiert hat. Und im Idealfall, wenn das alles, wenn die Rechnung aufgeht, dann kann er einem direkt sagen, aha, ich bin ja in der Achse 40 und in der Achse bin ich bei 50, jetzt mal ohne Einheiten genannt. Und daher weiß man, wo man sich überhaupt auch wirklich am Nachthimmel befindet. Man könnte das theoretisch nutzen, ohne großartig sonst was von Sternbildern zu wissen, indem man einfach quasi das Teleskop in eine Richtung fährt und dann sagt, löse mir das hier und also aufnehmen, lösen drücken und dann, ja, kann man, wenn man davor ein Ziel gewählt hat, kann man sich sogar dann automatisch dahin fahren lassen. Das ist sehr angenehm, gerade bei dunklen Nebeln, wenn man die fotografieren will, die sieht man dann auch gar nicht mehr mit bloßem Auge am Teleskop, aber die Kamera sieht es halt dann doch und man kann sich dann quasi bequem zum Ziel fahren lassen. Der letzte Tab, den ich auch noch kurz ansprechen würde, das wäre die Auto-Guiding-Steuerung. Da hat hier der Raspberry Pi mit Astroberry auch eine eigene Nachführungskontrolle. Und nachführen muss man typischerweise, weil man muss quasi ja die Erddrehung ausgleichen mit seiner Montierung, weil sonst würden die Sterne ja Schlieren ziehen. Das ist die klassische Star-Trail-Aufnahme. Kennt man ja, wenn man Kamera auf eine Montierung stellt, sonst nichts macht und einfach eine lange Belichtungszeit einstellt, dann schlieren die Sterne durchs Bild wegen der Erddrehung. Die Montierung kontert das, aber da Mechanik nie perfekt funktioniert, vielleicht die hier schon, aber im Normalfall gibt es immer irgendwo ein paar kleine Toleranzen und Abweichungen und um das quasi in einem Regelalgorithmus wieder zu korrigieren, hat man oft noch eine zweite Minikamera an Bord, eine Guiding Cam und die ist eigentlich nur dafür da, um den Fehler der Montierung zu erfassen und dann quasi einen kleinen Korrekturpuls an die Montierung zu schicken. Also eigentlich eine klassische Regelschleife. Genau, das gibt es hier eben auch als einzelnen Reiter. Kann man sich auch einstellen. Und das Gute ist, wenn man dann in dem Fotografie-Reiter hier seine Serie eingestellt hat, dass man sagt, mach mal 60 Bilder, 60 Sekunden zum Beispiel, dann wird der automatisch auch immer diesen Guider starten und er wird auch, also es gibt auch erweiterte Funktionen, zum Beispiel das Dithern, dass er zwischen den Aufnahmen kurze Verschiebungen macht, einfach um das Rauschverhältnis zu verbessern. Da gibt es dann später in der Bildbearbeitung noch Techniken, wo es einem hilft, auch tote Pixel oder Bad Pixel zu umgehen. Und all das setzt voraus, dass die Software und die verschiedenen Komponenten miteinander sprechen können. Und das funktioniert dann eben über K-Stars hier auf Astroberry. Mit den verschiedenen Reitern. Genau, das ist eigentlich so die Software, die ich vor allem nutze, wenn ich den Astroberry so nutze, einfach um meine Astrofotografie zu automatisieren und auch bequem quasi mit einem Remote-Computer oder mit einem Remote-Pi am Teleskop zu betreiben. Ansonsten hätte man typischerweise seinen Laptop halt direkt am Teleskop, das dann vielleicht auch Akkuprobleme hat, gerade wenn es im Winter kalt ist und ja, genau, dafür nutze ich das am meisten. Es gibt jedoch auch noch andere Funktionen, wenn wir mal hier ein bisschen durchklicken. Carte du Ciel, das ist auch ein Planetariumsprogramm oder Fire Capture, ist für Planetenfotografie. Da kann man sehr viele kurz belichtete Bilder aufnehmen beispielsweise. Und hier auch noch, ich glaube, da kann man Satelliten anzeigen lassen, wo die vorbeifliegen und sowas. Also
Astroberry ist nicht nur K-Stars und Ecos, was ich gerade hier in dem Fenster gezeigt habe, sondern es hat auch noch viele andere Programme, die auch für die Astronomie und Astrofotografie zugeschnitten sind. Und das Schöne an dem Ganzen ist, wenn man das mal von Windows kennt, dann weiß man auch mit der ASCOM-Schnittstelle, die eigentlich so das zentrale Standardisierungstool oder Mittel ist, muss man trotzdem für jedes kleine Tool seinen eigenen Treiber suchen und hoffen oder schauen, dass der auch ASCOM-kompatibel ist und dann installieren und dann nochmal schauen, ob es auch alles klappt. Und ich muss sagen, jetzt bei den Indie-Servern mit den Indie-Treibern, einmal installiert am Anfang und man muss sich eigentlich keinen Treiber suchen. Wenn wir mal kurz hier nochmal reinschauen, machen wir kurz die Verbindung hier aus, dann stoppen wir nochmal und ich muss nochmal ein anderes Profil auswählen. Dann gehen wir hier rein, genau. Wir sehen hier schon zum Beispiel Auxiliary, das wäre quasi Zusatzequipment und diese ganzen einmal Marken sind jetzt unterstützt. Man kann schauen, Sony, DSLRs hier beispielsweise, genau. Also Canon, Fuji, Nikon etc. Eigentlich die großen Kameravertreter alle hier auch zu finden. Und beispielsweise, also was ich jetzt auch hatte, ein ganz günstiges GPS oder ganz günstigen GPS-USB-Dongle von einem Amazon bestellt für nicht viel Geld und wurde auch sofort Plug-and-Play unterstützt. Und das muss ich sagen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Punkt hier, weil man kann seine ganze Geräte verbinden und ja, normal läuft es dann auch. Genau. Jetzt können wir mal kurz nochmal schauen. Also ich würde jetzt nochmal, ich weiß nicht, René, sonst zeige ich noch ein paar Bilder, wenn das so vom Zeitplan passt. Einfach um den Zuschauern noch ein Bild zu geben, was ich dann da so am Laufen habe nochmal. Genau, also mein Teleskop, das könnte ich jetzt vielleicht haben wir nachher kurz Zeit, auch kurz zeigen. Also, das war jetzt mal ein Blick. Ich habe schon im Chat gesehen, hier sieht man auch das Sternbild Orion, etwas unscharf. Aber vorne ist mein Teleskop. Das ist ein apochromatischer Refraktor, das heißt ein Linsenteleskop. Auf meiner Montierung sieht man leider nicht so viel. Hier oben ist so dieses kleine Guiding Scope, was ich schon angesprochen habe, diese zweite Kamera, die man braucht, um die Montierung in dem Regelkreis zu korrigieren. Und wenn ich jetzt eins, genau, hier gehe, hier sieht man das jetzt nochmal ganz. Das heißt, ich habe hier auch einen Tauschutz, der ja, ein bisschen Wärme gibt, dass die Linsen nicht betauen. Gerade bei den jetzigen Nächten, wenn es dann minus 5 bis minus 10 Grad hat, ist das sehr angenehm. Unten sieht man die Kamera, also ist jetzt in dem Fall keine Kamera, keine normale Fotokamera, sondern schon eine gekühlte Astrokamera. Kann man hier auch gerne anschließen und ist auch nativ unterstützt. Und wie gesagt, die Montierung ist natürlich auch mit angeschlossen. Genau, das ist jetzt hier mal hardware-seitig, so was ich nutze. Genau, das ist auch einfach ein schönes Bild mit dem Mond. War schon ein bisschen älter, ein anderes Teleskop. Und vielleicht gehen wir dann hier nochmal ganz kurz auf so ein Setup ein. Das habe ich auch in einem meiner Videos schon mal angesprochen, ist jetzt hier auf Englisch, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Und zwar eigentlich das, was man immer so ja dabei hat, ist das Teleskop und der Pi direkt verbunden. Also der sitzt dann bei mir meistens da drunten, also drunter. USB-Verbindung zu den verschiedenen Geräten. Kamera oben, Guide-Kamera, Kamera, vielleicht den Fokussiermotor noch. Und ansonsten ist das eigentlich ein Inselsystem für sich selbst. Also der wird dann von so einem tragbaren Akku gespeist mit USB-Output. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, weil teilweise gerade, ich habe jetzt hier auch ein Metall-Casing für den Pi verwendet, gerade deswegen wahrscheinlich, ist ein bisschen problematisch von dem Wi-Fi-Signal. Drum habe ich so einen kleinen auch Reiserouter über Ethernet verbunden, der sich dann in mein Heimnetzwerk mit einwählt und das quasi weiterleitet. Und so habe ich quasi einmal dieses Netzwerk, das dann vom Signal her recht stabil ist, und mein Heimnetzwerk, wo auch mein NAS dran hängt, weil Astrofotografie braucht sehr viele Daten, hat man schnell gefüllt.
und auch dann über einen entsprechenden VNC-Client, wie jetzt gerade hier schon gezeigt, unter Windows. Ich glaube, der ist einfach nur VNC-Viewer, genau hier. Kann ich mich mit dem Laptop dann einwählen oder eben auch sogar mit Smartphone. Muss man sich dann nur auf den Indie-Server einwählen und kann das alles remote steuern. Das heißt, ich muss gar nicht mit dem Kabel hier direkt verbunden sein, aber kann natürlich auch über Ethernet rangehen. Würde auch gehen. Genau, das wäre jetzt quasi eine Übersicht. Und jetzt können wir gleich auf ein paar ausgewählte Bilder vielleicht gehen. Ich fangen wir mal hier an. Genau, da habe ich mir ein paar Mal, habe ich es mit solchen Unterschriften gemacht, das sind nicht alle jetzt hier, aber klassische Orion-Nebel, Messier 42. Sieht man heute, also wenn man jetzt noch rausgeht, wird auch noch im Südwesten gerade stehen. Genau, der Nebel, das sind jetzt auch schon sehr viele Aufnahmen, bestimmt insgesamt Belichtungszeit so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter durch. Genau, die Plejaden, die erkennt man auch mit bloßem Auge immer sehr gut, wenn man dann, ja, je nachdem, sieht so aus wie so ein Mini, großer Wagen. Genau, und auch hier Andromeda-Galaxie, die passt auch sehr schön ins Bild bei meinem dem Refraktor, was wir vorhin gesehen haben. Also wie gesagt, alle diese Bilder sind mit dem Refraktor aufgenommen worden und mit Astroberry gesteuert worden. Jetzt gehen wir mal weiter. Genau, das war mein Hintergrundbild. Gerade eben der Pferdekopfnebel ist jetzt hier bloß gedreht. So, genau. Dann sieht man hier schön den Pferdekopf und links unten den Flammennebel. Genau, das ist nochmal ein Groß. Das habe ich auch mal probiert. Das war eines meiner ersten Bilder. Der Adlernebel ist das. Und habe ich noch ein bisschen geübt und war generell noch nicht so in der Astrofotografie selbst drin. Aber wenn man hier reinschaut, diese Pillars of Creation, also die Säulen der Erschaffung, nenne ich es jetzt mal ad hoc ins Deutsche übersetzt, es ist eins der bekanntesten Hubble-Bilder. Es ist eine Falschfarben aufgenommen worden in Original mit dem Hubble-Teleskop. Aber ich war schon sehr stolz, als ich dann diese Säulen hier in der Mitte erkannt habe bei meinem eigenen Bild. Das ist immer sehr schön, solche Meilensteine im Fortschritt. Genau. Und das ist auch eine Galaxie. Ich glaube, im Englischen heißt sie Triangulum Galaxy, also Dreiecksgalaxie. Auch aufgenommen. Und ich glaube, das war's dann. Genau. Genau, und das soll jetzt nochmal zeigen, was möglich ist, wenn man einfach nur den Raspberry Pi mit Astroberry verbindet und was das nochmal für zusätzliche Möglichkeiten auch schafft, im Sinne von A, Automatisieren, aber auch Bequemlichkeit, sage ich mal, weil man nicht mehr komplett immer draußen sitzen muss und alles selber händisch steuern muss. Aber natürlich ist das auch schon super für einen Einsteiger, der einfach nur seine Kamera automatisieren will, weil ich, je nachdem, welche Kamera, welche Hersteller, hat die vielleicht auch nicht gleich so ein Remote-Shutter-Kommando in der Software drin. Und mit dem Pi direkt verbunden, also ich meine, man muss ja nicht gleich eine Teleskop-Montierung haben, sondern es würde eigentlich schon auch reichen, um erste Schritte, Stativ, Kamera drauf, den Raspberry Pi mit Astroberry einfach nur über USB verbinden, um diese Kommandos zu übermitteln, so eine Sequenz aufzunehmen, dass man sagt, machen wir mal einfach 30, 10 Sekunden Aufnahmen. Selbst ohne Nachführung sollte das noch einigermaßen unverwaschen möglich sein. Und dann kann man sich da mal rantasten und weiß auch, ob das Hobby überhaupt was für einen ist. Und das, denke ich, ist vielleicht auch gerade hier sehr interessant, diese Funktion. Genau. Okay, ja, super, cool. Also super Ergebnisse. Ich meine, du bist ja kein Profi-Astronom. Du machst das nicht beruflich, schätze ich mal, sondern es ist ein Hobby. Und das Equipment, was du hast, ich meine, klar, du hast dich da so ein bisschen, ich sag mal, hochgearbeitet. Ne? Bist da jetzt, glaube ich, schon an einer ganz schönen, robusten Lösung jetzt angekommen. Damit fängt man wahrscheinlich nicht an, also außer man hat zu viel Geld und kann direkt alles raushauen, was kostet die Welt. Ne? Aber genau, mit viel weniger kann man auch schon eine Menge erreichen. Ich würde sagen, wir gucken mal schnell in den Chat rein, bevor wir unsere Laberrunde aufmachen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt das bitte jetzt in den Chat rein, weil ansonsten verlaufen wir uns wahrscheinlich jetzt hier. Wir haben nur 35 Minuten gebraucht. Ich bin ganz stolz, dass wir so viel Infos in einer halben Stunde eigentlich runtergerasselt haben. Aber es ging wahrscheinlich sehr schnell und wir haben auch nicht unbedingt gezeigt, wie
wie es in wie es funktioniert. Wir haben sozusagen die Simulatoren mal erwähnt und so weiter, aber jeder kleine Reiter, jedes kleine Feld ist teilweise erklärungsbedürftig, finde ich. Also wenn man keine Vorahnung hat, kann man da wirklich ganz schnell Fragezeichen bekommen. Ne? Genau, gucken wir mal schnell rein. Also genau, der Rudi, da bist du ja schon drauf eingegangen. Also Orion hat man gesehen. Orion-Nebel hast du toll fotografiert, schön gesteckt. Ich sag Orion-Nebel, selbst wenn ihr das alles nicht habt und ihr habt nur einen Feldstecher, ja, wo ansonsten Vögel oder so mit beobachtet. Ne? Sowas solltet ihr auf jeden Fall haben, finde ich. Ne? Also das ist auf jeden Fall das Mindeste, was man haben muss. Und da kann man auch am Stativ festmachen. So, und damit einen Orion-Nebel gucken, ist schon mal sehr viel besser als ohne Fernglas. Ja? Also Teleskop ist natürlich wieder mal besser, aber auch wieder... Man stellt sich das so leicht vor, ja? Mal eben auf den Orion-Nebel zu zielen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann klar, wir treffen das. Ne? Auch ohne Gurtu finden wir einen Orion-Nebel, Andromeda-Galaxie, ne? Wenn man ein paar Mal das gemacht hat. Aber mach das mal zum ersten Mal. Was bist du happy, wenn du das im Blickfeld hast, in deinem Okular. Ne? Und mit so einem Feldstecher hier hast du ein sehr weites Gesichtsfeld. Ne? Du siehst viel und dann fallen solche großen Dinge doch ganz schön ins Auge. Plejaden hast du gesagt, ne? Fantastischen Feldstecher. Oh, ja. Genau, also der Orion-Nebel guckt heute Abend mal raus mit einem Fernglas oder mit einem Teleobjektiv, notfalls aus der Hand. Wenn er, aber ein Fotostativ hat ja wohl jeder. Und das fand ich interessant, was du gesagt hast. Du musst gar keine Foto, du musst gar keine Go-To-Montierung haben. Habe ich am Anfang so ein bisschen was vielleicht dann falsch dargestellt, weil für mich ist das eigentlich der eigentliche Knackpunkt sozusagen, diese Go-To-Montierung, um im PC zu steuern. Aber klar, du könntest das als Timer benutzen, ne, für, noch nicht mal für Astrofotografie. Du könntest sogar Landschaftsfotografien machen, Timelapses oder sowas, ne? Du kannst sagen, das ist ein bisschen Overkill vielleicht, aber würde gehen, ne? Ja, ganz simpel. Ich meine, das geht jetzt auch in die Richtung, wenn man das Equipment einfach schon da hat. Es fehlt jetzt, sich nur dann das Image zu brennen, runterzuladen und dann hat man quasi, braucht sich nicht für 20 Euro so ein Shutter-Automationsdings kaufen. Genau, und das klingt jetzt irgendwie vielleicht komisch, aber klar, wenn ihr den Pi zu viel habt, so wie ich, ne, ich habe ja gerade noch mal einen gefunden, was soll der denn irgendwie rumgammeln? Oder selbst wenn ihr einen habt, den ihr für verschiedene Experimente benutzt, kauft euch eine neue SD-Karte, packt da Astroberry drauf und spielt mal ein bisschen rum. Und sogar mit den Simulatoren. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir da vielleicht noch mal reingucken können. Weil so ein paar Sachen vergisst man, wenn man das installiert hat. Ich habe jetzt nämlich gerade, als du Plate Solving gesagt hast, fiel mir ein, bevor das mit dem Plate Solving geht, musste ich erstmal irgendwie Dateien herunterladen, ne? Diese ganzen Index-Dateien. Das macht man besser zu Hause, nicht erst, wenn man draußen ist. Ne? Also es gibt schon noch ein paar Sachen, da muss man die Handbücher mal lesen und erwartet von der ersten Nacht vielleicht nicht zu viel. Man vergisst definitiv was, also wenn man wirklich neu einsteigt. Ne? Aber genau, wir schweifen ein bisschen ab. Also richtig cool findet Roland das. Mit bloßem Auge leider nicht so bunt, ja. Astrofotografie ist, sagen wir mal so, du hast wahrscheinlich sogar nur eine Monochrom-Kamera dran, richtig? Was du da jetzt gerade als letztes hast. Nee, das waren jetzt alles schon One-Shot-Color. Also, Okay, weil das ist ja sozusagen dann schon ein bisschen für die gemütlicheren Leute. Ne? Die echten Hardcore-Fotografen haben ja nur Monochrom-Kameras und setzen dann Filter quasi vor die Monochrom-Kamera. Und machen dann hunderte Aufnahmen pro Filter und ganz schlimm. Und ja, das gibt am Ende eine Farbdarstellung, die mit dem bloßen Auge nicht da ist, weil das nackte Auge, das menschliche Auge, in der Dunkelheit, das adaptiert sich auf die Dunkelheit. Ne? Da werden dann also, ne, es gibt auch Stäbchen und Zäpfchen, ne? Und einer von denen ist, ne? Und die können nur schwarz-weiß sehen. Ja. Da ist aber total wichtig, wenn du halt Deep Sky jetzt guckst, ne? Mit dem Feldstecher irgendwie Orion gucken alleine. Na gut, das ist schon fast noch zu hell. Aber, ne? Das wird schwarz-weiß sein. Ihr seht da natürlich die Farbe mit nicht. Und ja, hier geht es auch ein bisschen was. Ne? Liegt am Aufbau des Auges selbst. Das ist dann wahrscheinlich das Thema hier. Ne? Genau, aber die Farben sind da. Ne? Also es ist halt, das wird gemappt auf unser visuelles System. Ne? Aber es gibt dort verschiedene Wellenlängen, ne? Die da im Weltraum unterwegs sind. Vielleicht auch noch mal kurz ergänzend dazu, was jetzt bei meinem Bild wahrscheinlich auch noch mal sehr hervorkommt, ist, weil es eine Astrokamera ist, die H-Alpha, also den Wasserstoff emittieren, also es ist ein Wasserstoff emittierender, nein, andersrum. Also der Nebel emittiert in den Emissionslinien vom Wasserstoff und typischerweise werden diese Wellenlängen von normalen
Fotokameras gefiltert, weil man die bei normalen Bildmotiven eigentlich nicht braucht. Also es ist eher störend, Infrarot und UV und diese Wellenlängen werden blockiert im Normalfall. Und bei entweder astromodifizierten Spiegelreflexkameras oder direkten Astrokameras, da die sind natürlich auch sensitiv für diese Wellenlängen und drum schaut der auch nochmal in seiner Weite so rot aus. Das ist vielleicht immer ergänzend hier zu sagen, genau. Genau, du hast also schon eine Kamera mit dem Ziel für die Astrofotografie dort im Einsatz. Die würdest du jetzt nicht im Alltag benutzen, ne? Also mit der Infrarotfilter, der hilft dir noch. Aber ihr kennt das nicht. Ich habe ja gerade hier auch diese Pi-Kamera hier gezeigt, ne? Die gibt es ja auch ohne Infrarotfilter, glaube ich, sogar fertig zu kaufen, ne? Dann ist das halt No IR oder sowas, ne? Das ist also ein Thema für technischere Sachen oder Astrofotografie, kann das interessant sein, auf den Filter zu verzichten. Was haben wir noch hier? Da waren wir eigentlich schon. Also genau, die Temper, das bezieht sich wahrscheinlich auf deinen Glaube ich. Tauschutz, ne? Deine Heizung, deine Heizmanschette. Ist auch ein cooles Zubehör. Ohne das gibt es kaum einen Tag im Jahr, wo es so, die Linse beschlägt immer. Immer. Kennt ja von, wenn ihr Brillenträger seid, vielleicht auch. Die beschlagen diese Gläser. Wo waren wir denn hier? Wie verhindert man denn die ganzen Starlink-Streifen? Ja, gar Guter nicht, ne? Punkt. Die sind Nee. halt da. Hoffen, dass es nicht mehr Satelliten werden. Du kannst dir da unendlich viel Mühe geben, ne? Und planen, ja, den Ort und die Zeit und hoffen, also vorher gucken. Gibt es auf jeden Fall Software für dir, die Positionen der Satelliten voraussagt. Aber in der Realität werden die im Bild sein. Ich habe da irgendwas gesehen. War das eine AI oder irgendetwas, die genau das berücksichtigt? Ne? Die weiß sozusagen, wenn du in die Richtung guckst, dass sie dann die Starlinks rausrechnet. Gab es irgendeine Meldung, aber das ist ja, wie kannst du das mit Photoshop dann machen, ne? Und ist das dann noch Astrofotografie, ist ja dann die große Frage, wenn man das Also, Bild dann so retuschiert, ja. so typischerweise so Sachen wie Fotos wie Flugzeuge oder auch Satellitenstreifen werden beim Stacken, wenn das jetzt in einem Bild nur vorkommt, dann automatisch nicht mit aufgenommen in dieses Gesamtresultatsignal. Also meistens klappt das schon ganz gut über die Logik beim Bildverarbeiten am Ende dann, ja. Aber wenn das natürlich in jedem Bild jetzt kreuz und quer ist oder dieser Streifen einfach nicht aufhört und dann in drei Einzelbildern vorkommt, dann übernimmt die Software das wahrscheinlich dann auch. Also wird auf jeden Fall nicht einfacher dadurch. Ja, es ist ja von der Erde aus beobachten ein Problem. Ja. So, Mike ist beeindruckt, wie alle. Deswegen ist ja, glaube ich, relativ wenig los im Chat. Haben das alle hier nicht reingezogen. So, und jetzt ist die Frage der Fragen: Welche Preisklasse muss man anpeilen für ein Teleskop wie das von Chris? Ja, also vielleicht kann ich gerne mal ein bisschen anthematisieren. Also meins ist jetzt schon ein Triplett. Ich zeige es nochmal her. Oder ich hole es mal ganz kurz. Genau, während Chris die Sachen holt, kann ich ja mal schnell sagen, mein erstes Teleskop, was ich gekauft hatte, war vom Lidl, das berühmte Lidl-Scope. Damals irgendwie 79 Euro. Dann hast du ein Linsenteleskop mit einer Montierung, mit einer deutschen Montierung, ne, die also die Rotation der Erde schon ausgleichen kann. Also die Stundenachse kannst du mitdrehen. Da kannst du sogar einen Motor nachrüsten, der dann sozusagen ja, mit derselben Geschwindigkeit sich dreht wie die Erde. Rotiert, ne? Irgendwie, was ist das? Ja, in 24 Stunden einmal um die eigene Achse, ne? Ja, und dann kannst du hier so eine Steuerung da dran machen. Ich habe sie zufälligerweise wiedergefunden. Die Montierung selbst ist aber natürlich im Keller, weil die braucht man nicht so oft. Und da ist es einfach so eine Steuereinheit. Ne? Also steckt man Stecker rein, dann kann ich hier sagen, fahr los und folge sozusagen der Erdrotation. Und selbst damit kannst du schon für 79 Euro eigentlich theoretisch sogar Fotos machen, ne? Aber musst du gut einnorden und scheinern und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Ah ja, Chris ist da, okay. Ja, so, sehr gut. Ich habe es jetzt mal hier. Also das ist mein William Optics Gran Turismo 71. Und von der Preisklasse, da ist man schon so in dem 800 bis 1000 Euro Bereich. Aber ich muss dazu sagen, das habe ich mir auch extra für die Astrofotografie zugelegt, weil das Linsensystem ist, mal kurz schauen, ist ein Triplett, sprich das sind drei Korrekturlinsen, weil bei Linsenteleskopen kommt typischerweise so ein Lichtbrechungsfehler, Aberration vor.
Und das merkt man dann auch in der Astrofotografie, beziehungsweise je nachdem, wie tief man schon eingestiegen ist, irgendwann fallen einem solche Sachen auch auf. Und das ist quasi mit dreifachen Korrekturlinsen ist schon so das Beste, was man kriegen kann. Aber es ist kein Muss. Also ich habe auch nicht mit dem angefangen. Ich habe mit einem Newton-Teleskop angefangen, auch einfach nur für die visuelle Beobachtung von, also ja, vom Nachthimmel. Und irgendwann dachte ich mir, ja, was passiert denn, wenn ich da jetzt eine Kamera reinhängen will oder wie funktioniert denn das Ganze? Und da begann dann auch so eine Odyssee für sich. Und wie gesagt, also das ist jetzt nichts, was ich direkt auch einem Einsteiger empfehlen würde, beziehungsweise, also macht auch nichts falsch damit, aber wenn man dann doch nicht in dieses Hobby gehen will, dann hat man da auch recht viel Geld ausgegeben. Und es ist eben schon sehr für die Astrofotografie zugeschnitten, wie man hier vielleicht auch sieht, im Deckel. Ich kann das mal kurz abschrauben, wobei, oh, das dauert kurz. Man sieht hier drin, ist schon so ein Muster. Und zwar kann ich diesen orangenen Deckel hier eigentlich abschrauben. Ich mache das jetzt nicht, weil das relativ langes Gewinde ist. Aber wenn man quasi diesen Frontdeckel abschraubt und dann dieses Acryl-Plastik nur noch vorne drauf schraubt und dann eine Testaufnahme macht für 5 bis 7 Sekunden beispielsweise, dann bekommen die Sterne ein bestimmtes Brechungsmuster. Und mit diesem Brechungsmuster kann man, ich habe da glaube ich sogar einen Screenshot da. René, wenn du noch mal kurz den Bildschirm von mir einblendest. Genau. Oh. So. Hier glaube ich. Genau. Dann bekommt man so ein bestimmtes Brechungsmuster bei den Sternen. Das ist jetzt auch der Orionnebel, aber ein bisschen weniger belichtet. Und man weiß dann automatisch, wenn man im Fokus ist, dann ist dieser mittlere Strich genau zwischen dem X, also genau ja in der Mitte, dass es symmetrisch ist. Wenn man noch etwas aus dem Fokus raus ist, dann wäre der jetzt zum Beispiel hier unten oder hier oben, je nachdem. Und dann kann man nachstellen. Und das hilft einem eben sehr, weil teilweise mit dem Auge ist es schon sehr schwer zu sehen, ob der Stern jetzt größer wird oder kleiner wird, wenn man das Fokusrad einstellt. Und das ist quasi, also da die das eben schon direkt in der Abdeckung mit eingebaut haben, ist quasi die Ansage, es ist für Astrofotografie entwickelt worden, genau. Wer sowas nicht hat, der kann das natürlich nachrüsten. Wir haben die früher gelasert, auf dem Lasercutter einfach aus Pappe ausgeschnitten. Eine Batinov-Maske. Ja, Pavel Ja, genau. Batinov hat das mal irgendwie sich überlegt. Aber es gibt natürlich verschiedene. Ja, das sind Brechungserscheinungen. Ne? Die gibt da verschiedene. Aber das ist einer, die für diese Brennweiten, die wir da so einsetzen, hervorragend funktioniert. Könnt ihr euch echt. Muss noch nicht mal gelasert sein, könnte da sogar mit einer Schere, mit einem Messer euch selber basteln, kommt nicht da auf den Auch. Millimeter an. Und vielleicht hier auch gerade sehr interessant, auch viele haben die 3D gedruckt. Also ist auch Genau, sehr gut. 3D-Drucken klappt mittlerweile auch. Genau, also das ist sozusagen das Teleskop jetzt gewesen für 800 Euro bis 1000 Euro. Dann hast du noch eine Montierung und eine Kamera und ein. Hat schnell was beisammen, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht mit dem angefangen. Aber für die Astrofotografie, typischerweise sagt man, das Wichtigste ist eigentlich die Montierung insgesamt, weil die für die Güte der Bilder eigentlich ja, die wichtigste Rolle spielt. Und wenn man jetzt so ein Budget sich überlegt, ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, was so empfohlen wird, aber typischerweise, also mindestens die Hälfte davon, wenn nicht sogar 2 Drittel, sollten für die Montierung ausgegeben werden und der Rest dann für Teleskop. Und im besten Fall startet man schon mit einer Kamera, die man eh da hat. Das heißt, ja, 2 Drittel Teleskop, 2 Drittel Montierung, Entschuldigung, ein Drittel Teleskop. Genau, also man kann schon sagen, also ich meine, im Endeffekt, der Roland hat es hier auch so ein bisschen gesagt, 1000 bis 2000 Euro sollte man einplanen, aber er ist nie wirklich dazu gekommen. Also es stimmt für mich nicht wirklich, weil also ich habe aktuell so ein Mac, das kostet 199 Euro, meine Montierung habe ich auch für 199 geholt und die Kamera, gut, kann man jetzt nicht rechnen, das ist ein Spiegelreflex, die man halt für andere Sachen braucht. Aber sagen wir mal, am Ende bist du bei 1000 Euro angekommen, das mag schon sein. Aber man kann es günstig fahren, oder? Man kann ja auch einfach nur ein Sucherfernrohr nehmen. Hat mal so ein Video, haben wir uns mal drum unterhalten. Es gibt so im Internet ein paar Anleitungen, wie baue ich ein Smart-Teleskop. Das hat dann überhaupt nicht den Anspruch, visuell noch irgendwas zu können, sondern geht es nur noch darum, dass man die günstigste brauchbare Optik nimmt, die so gerade, ne, weiß nicht, 400 Millimeter Brennweite hat oder sowas, dass man ein interessantes Gesichtsfeld noch hat für die meisten Sachen, die man halt so als Einsteiger erreichen will. Aber selbst da, also das, was er da gezeigt hat, war schon teuer. Aber wenn er mal ein Sucherfernrohr nimmt und eine CCD-Kamera, eine günstige, also
man kann es schon unter 1000 Euro schaffen, das geht Ja, durchaus. auf jeden Fall. Auch für den Einstieg. Also ich denke, 500 € wären auch machbar. Ja. Ja, das mit dem Fernglas, ne, was ich gerade sagte, der Feldstecher, fantastischer Einstieg, das ist definitiv etwas, falls ihr das noch nie gemacht habt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber falls ihr noch nie mit dem Feldstecher in den Himmel geguckt habt, mit beiden Augen gucken, ist was anderes als mit einem Auge gucken. Das ist was Christoph hier sagt, der räumliche Eindruck. Es gibt viele Sachen, die mit dem Feldstecher wirklich sehr viel besser aussehen, ne? Oder auch Kometen oder sowas kann man toll damit gucken. Und wenn man das an einem Stativ montiert, ist es egal, wie zapplig ihr eure Hände habt, dann kriegt ihr das hin, ne? Bei mir auf jeden Genau. Fall auch immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Ja, ne? Genau. Während das Teleskop Aufnahmen macht, kann man mit dem Feldstecher sich hier umschauen. Dann hat sich noch irgendwann satt gesehen. Das ist natürlich das Problem von einem Feldstecher, ne? Also man hat schnell ein Teleskop. Das ist also 1000 bis 2000 Euro findet Mike beängstigend. Ja, da muss man wirklich sicher sein. Ja, wir hatten so ein bisschen was diskutiert schon. Es sind so Sachen, die bisher zumindest, ich weiß nicht, dass meine Meinung, es wird sich ändern, aber bisher der Preis verfällt nicht so extrem. Du kaufst dir jetzt hier so für 800 Euro das Teleskop und kannst dir eigentlich sicher sein, das steigt fast im Wert. Also ist so aktuell ist der Trend, natürlich liegt das jetzt an der Pandemie und so weiter, ne? Aber für 800 Euro kriegst du es wahrscheinlich wieder verkauft an einen, der dringend eins braucht, ne? Übers Wochenende oder so. Also das ist sozusagen ein Hobby, da investierst du zwar, du parkst das Geld, aber du kannst es auch schnell wieder freikaufen, glaube ich. Also wenn du keine komischen Sachen kaufst. Ne? Es gibt nur so ein paar Marken. Also das ist nicht unüberschaubar. Also Mike, du kannst durch das Risiko kann man eingehen. Also meine Meinung ist, es wird nicht mehr ewig so sein. Es wird irgendwann mal einen Billiganbieter geben, aber bisher hat sich das noch nicht bewahrheitet. So, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, 8 Minuten noch, aber so viele Fragen kommen auch gar nicht mehr. Cool, dass es so interaktiv hier jetzt passiert mit euch. Wie steuert man die Motoren denn über den Pi an? Was man braucht. Also, der Gag ist, die Montierungen, die wir jetzt gezeigt haben, haben die Motoren eingebaut, ne? Oder nachrüstbar. Aber was hast du, die AVX oder sowas noch? AXV? AVX? Ja. Das ist eine Montierung, die kostet um die 1000 Euro, denke ich mal. Vielleicht auch 1200 oder sowas. Ne? Ich habe keine aktuellen Preise geguckt, aber die habe ich so Ja, so als knapp über um die 1000 Tausend. Euro. Bitte? Ja, knapp um die Tausend sowas. Ja. Genau. Ja, die War hat die aber auch Motoren mein. eingebaut. Meine ist eine andere, die ich aktuell einsetze. Also es gibt so drei Arten von Montierung, so grob gesprochen. Es gibt natürlich viel, viel mehr Feinheiten, aber es gibt das Dobson, was man so selber drehen muss. Ja? Also kann man auch motorisieren, aber das macht man nicht. Ne? Der Anspruch ist, möglichst viel Tubus, große Teleskope für kleines Geld zu bewegen und relativ stabil, ne? Für visuelle Beobachtungen. Das zweite ist das, was ich einsetze, wo du, ne, links, rechts und oben und unten machen kannst, aber parallel zum Boden, parallel zum Horizont. Ne? Das ist sozusagen, ja, du musst dann, ja, ich habe das ja kurz erwähnt, ne? Die Erde rotiert um die eigene Achse. Das ist aber nicht die senkrechte Achse vom Horizont, sondern eine andere Achse, ne? Die Himmels-Nordpols-Achse, wie auch immer sie heißt. Und diese links, rechts, oben, unten Montierung, die ich habe, die muss sozusagen immer in zwei Achsen korrigieren. Ist also nicht gerade ideal für Fotografie. Und was man da halt macht, sind diese so eine deutsche Montierung oder sowas, ne? Das ist sozusagen das, was der Chris hat. Die dreht sich um die Erdrotation. Also die eine Achse zeigt zum Himmelsnordpol, ne? Also zum, heißt Klar. der Himmelsnordpol tatsächlich? Ja, im Ja, doch. Endeffekt ja, ne? Im Endeffekt zum, Nord ist ja auch ein zum Nordstern. Das ist ja bei uns ganz praktisch. Auf jeden Fall, das sind diese drei Kategorien, ne? Und alle haben ihre Vor- und Nachteile und Komplexitätsunterschiede, ne? Danilo, was du hier fragst, ist eher wahrscheinlich das, was ich anfangs gezeigt habe. Also der Pi, der steuert eigentlich nie die Motoren selbst an. Das macht immer ein anderer Mikrocontroller über einen Motortreiber, Schrittmotortreiber zum Beispiel. Das sind ja alle Schrittmotoren in unserem Fall. Ich habe da ein interessantes Projekt mal gefunden, werde ich vielleicht jetzt gleich nochmal, vielleicht jetzt mal schnell zeigen. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier zu viel Zeit verlieren. Chris, vielleicht hast du noch irgendwas was zu ergänzen, während ich hier mein Bild suche. Ja, ich wollte nur sagen, also ich habe auch die Celestron AVX war jetzt auch nicht, mit der ich angefangen habe. Also da war ich mir dann schon auch sicher, dass ich in die Richtung gehen will weiter. Und meine erste Montierung war auch ohne Motoren und quasi zum selber einstellen. Das ist openastrotech.com, ist jetzt völlig unrelated eigentlich, aber naja, vielleicht auch nicht. Das ist ein Open-Source-Projekt.
die haben verschiedene Projekte. Ne? Das eine ist so ein Tracker, womit man halt leichte, ich sag mal, eine Spiegelreflex mit Telelinse bewegt. Das ist das, was ich hier quasi mache. Dann haben die noch ein eigenes Guider-Scope. Jetzt habe ich hier gerade Alarm nebenan von meinem Ladegerät, sorry. Und dann haben die eine richtige Mount, ja, wo du ein richtiges Teleskop dran packst. Ein etwas schwereres Teil. So, und wenn ihr euch das jetzt anguckt, oder der Danilo vor allem, der hat ja eine Fräse und einen 3D-Drucker. Und jetzt schnappt er sich hier den Open Astro Tracker. Und da sind hier die ganzen STL-Dateien. Das kannst du losdrucken. Dann kannst du das ganze Ding 3D drucken. Es gibt eine Anleitung. Und das läuft anders. Dieses Design sieht völlig anders aus als das, was der Chris und was ich habe, ne? Da dreht sich etwas mit Riemen und ziemlich coole Lösung aus Deutschland. Ich hoffe, dass der Autor vielleicht auch mal in die Sendung kommt, wenn wir mal hier das vertiefen wollen. Also guckt euch das mal an, das Open Astrotech. Ich finde das interessant. Wenn ihr einen 3D-Drucker habt, könnt ihr das selber drucken. Ihr braucht natürlich noch ein paar Aluteile. Okay, aber jetzt sind wir abgeschweift. Danilo, wo waren wir denn jetzt hier? Ah, ja, jetzt seid ihr aber ausgerastet hier mit Kommentaren. Also das hatten wir, Danilo hatten wir, jetzt haben wir hier noch schnell 100, 200 € Teleskop. Ja, also eigentlich genau. Zum Gucken reicht ein 200 € Teleskop auf jeden Fall. Pi einfach rumlegen. Ja, aber Jan, ich habe tatsächlich einige Pis rumliegen, weil, also keine Vierer natürlich. Ich habe natürlich nur einen einzigen Vierer hier überhaupt und den mache ich auch nicht an, der darf nicht kaputt gehen, der ist zu wertvoll. Aber die Dreier tun es auch für den, also nicht so wirklich, aber die tun es für mich, für Astroberry. Chris hat natürlich einen Vierer. Haben wir gar nicht gesagt, gell? 3 ist quasi Anforderung, alles drüber, Ja. aber drunter ist, glaube ich, nicht supported. Geht nicht. Genau. Ich streiche mal den neueren und den Astrologen abgesprochen. Ach so, okay, das ist jetzt hier zu den Satelliten. Ja, genau. Das war das kleine Teleskop, was er hat. Kleines Teleskop ist immer ein gutes Teleskop für Astrofotografie, finde Einsteiger ich, auch. weil. Oder Ja. leicht ist auch gut. Klein weiß ich gar nicht, aber leicht ist gut. Leicht ist gut, das ist richtig. Dann wird die Montierung auch Genau. nicht so teuer. Gebrauch kaufen ist eine gute Sache. Ja, zu viele Hobbys, die zu viel Geld und Zeit kosten. Ja, aber ich meine, hallo, dafür sind wir doch da. Ne? Also, jedes Hobby bitte einmal hier vorsprechen. Ein gemeinsames Projekt vor Ort. Weiß jetzt nicht genau, was damit ist, aber Eindruck. Ja, probier es mal aus, Roland. Der Eindruck, der räumliche Eindruck vom Feldstecher ist nochmal wirklich etwas anderes, als mit einem Auge durchs Teleskop zu gucken. Einem Jet verfolgen. Ja, du kannst einen Jet verfolgen. Je nach Montierung. Also mit Chris-Montierung ist das ist nicht drauf optimiert. Da müsste der sich vorher nicht einnorden, sondern wissen, wo das Flugzeug lang fliegt. Mit meiner Montierung ist das schon einfacher. Ja, ne? Oder Chris? Also das ist nicht dafür gemacht. Es ist ganz interessant, ab und zu, wenn man dann Satelliten sieht und vor allem, wenn man dann visuell unterwegs ist. Manchmal habe ich schon probiert, so mit der auf der höchsten Step Size quasi dem hinterher zu folgen, aber dann manuell. Das ist ganz lustig, wenn man so einen Satelliten erwischt oder auch ein Flugzeug. Das war der Vorteil auch von meiner selbstgebastelten Lösung hier, dass ich halt auch wieder alles programmieren konnte und machen konnte. Und ich habe da auch mal, da war irgendein, ich glaube, die ISS habe ich mal getrackt, aber die ist sauschnell. Aber Ja. es ging. Es ging. Aber ich, ne, ist Keine nicht Angst. das, dafür werden die nicht gebaut, ne, die Montierungen werden nicht dafür gebaut. Aber kannst du mal versuchen, Rudi. Genau, Roland, das ist mein Feldstecher, habe ich gerade gesagt. Für den Anfänger sind Dobson sehr einfach, ja, aber man muss das, glaube ich, in Betreuung machen mit dem Dobson, weil damit machst du Star-Hopping. Das heißt, du siehst einen hellen Stern und glaubst, das ist der richtige, hoffst es, und dann guckst du in die Atlanten rein oder in die Karten und jetzt muss ich zwei weiter nach rechts gehen und dann zwei nach oben und dann, ne? Dafür sind Dobson ganz gut. Und genau, die anderen, da Kann musst man du halt viel dann aber kalibrieren. auch machen, ohne Go-To. Macht man auch Genau, Star-Hopping. sollte man auch mal gemacht haben. Und du kannst auf jeden Fall, also ich weiß noch, das erste Mal Andromeda-Galaxie suchen, das habe ich aber auf jeden Fall einen Abend für gebraucht. Weil man vertut sich, wo man hinguckt und wo man wirklich hinguckt. Und dann ist man sich nicht sicher und keiner sagt es dir. Und du darfst ja keinen Laser benutzen. Beim Newton ist es dann auch noch das gespiegelte Ansicht, dann wird es noch komplizierter, dass man links jetzt Genau. rechts, oben bis unten. Genau, Linsenteleskope oder auch, dann hast du ja noch die, wie heißen sie denn, diese Zenitspiegel und sowas kannst du Ah natürlich holen und so weiter. Hatte ich natürlich beim Lidl-Scope auch alles.
Genau. Es gibt aber Dobsons mit automatischer Nachführung, aber da gibt es eher so Push-to-Dinger. Das ist interessant. Die haben dann Encoder dran, ne? Elektrische und optische Encoder. Und wenn du einmal gesagt hast, ich war jetzt, ich weiß nicht, ich gucke jetzt gerade auf Polaris mit meinem Dobson. Und von da aus rechnet er damit, ne? Die Encoder sagen dann halt die Veränderung. Und dann, weiß nicht, ich benutze immer, was benutze ich denn? Sky Safari, aber Stellarium könnte da auch benutzen oder hier Cartesiel, CL oder wer ist das da? Und K-Stars, die können wahrscheinlich das auch alles. Also ein Dobson mit Push-to ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Okay, wir laufen dem Ende zu. Ja, Messerflug. Danke. Ein Vixen R114S in Aachen verfügbar. Achso, wenn ihr mal gucken wollt, meldet euch bei Christoph, wenn ihr in Aachen seid. Wenn ihr in der Nähe von Berlin, Berlin seid, dann meldet euch bei mir. Wenn ihr irgendwo in Bayern seid, glaube ich, Chris, ne? Dann fahrt ihr zu Chris. Ja, haben wir was Dringendes vergessen, Chris? Ich würde sagen, ein paar Minuten nehmen wir uns noch, ne? Aber die Stunde ist rum, das ist immer irre. Ja. Thema. Kommt Was man haben gar wir nicht mehr vergessen? rein in die Tabs. Nö, haben wir nichts vergessen, ne? Ich meine, Nö, echt. was. Also die wichtigsten Punkte, denke ich schon, ja. Haben wir alle. Cool. Ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir können das ja nochmal irgendwann vertiefen. Open Astrotech braucht er gar nicht. Das Einzige, was er braucht, ist hier Discord, digitaledinge.de und natürlich nochmal hier WLAN-Kabel 14 von Chris, der YouTube-Kanal, weil deine Videos sind zwar auf Englisch, ne? Weil es klar ist, eine englische Community, das macht schon Sinn auch. Aber ich denke mal, das versteht man schon, was du da machst, auch wenn man jetzt nicht den ganzen Tag Englisch spricht. Und da sind Einsteiger-Videos bei, würde ich sagen, aber da vor allem deine Erfahrungen so ein bisschen Vlog-mäßig auch, ne? So. Ja, genau. Also ich habe mir auch gedacht, als ich das angefangen habe, ich mache mal ein bisschen so Selbstdokumentation, beziehungsweise welche Fehler bin ich gelaufen und wie kann man das besser machen, beziehungsweise dass andere nicht die gleichen Fehler machen und so die Richtung. Da habe ich es mal gestartet und so kam ein Tutorial zum nächsten und genau, also Vlogs, Tutorials Richtung Astrofotografie findet ihr da. Ja, super cool. Wir werden alle Links noch in den Artikel packen auf der Webseite. Ich meine, so viel ist es ja im Endeffekt jetzt auch mal wieder nicht. Wenn ihr Probleme mit Astroberry habt, schreibt es in Discord. Chris ist auch im Discord bei uns mittlerweile. Und ja, da hat er eine Gitarre an der Wand hängen. Ich denke mal, wir müssen bald auch noch mal, und ein Keyboard steht auch irgendwie auf dem, wir müssen auch bald mal wieder Musik machen auf dem Kanal hier. Das haben wir ewig nicht mehr gemacht. Mal ein bisschen MIDI und Ableton oder ich weiß nicht was. Irgendwas mal auspacken. Raspberry Pi Musik. Hatten wir mal Floyd Steinberg hier. Okay. Chris, vielen Dank. Ich würde mal sagen, wir gucken mal rein, wie es den Leuten gefallen hat. Und Chris, du bleibst natürlich noch drin, während wir uns von allen anderen verabschieden. Und nächste Woche Dienstag um 21 Uhr geht's weiter mit digitalen Dingen. Ja, sehen wir uns dann, ne? Ja, ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich für die Einladung. War sehr angenehm und freut mich immer, wenn andere Leute auch an diesem Hobby interessiert sind. Das ist einfach immer schön, selber so davon zu erzählen, wenn man da sieht, dass man ist nicht der Einzige, der das ziemlich cool findet, ja. Scheinbar nicht. Auch im Publikum haben wir einige Leute was dazu zu sagen. Ja. Okay, danke Chris und danke an alle. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Alles klar. Servus.